Nach über 20 Jahren war es endlich wieder soweit. Das Badfest in der Gemeinde Hagelsberg wurde gefeiert. Zwei Tage lang herrschte ausgelassene Partystimmung. Wir haben das Badfest gemacht in Hagelsberg, weil es ist einfach schon seit 25 Jahren nicht mehr gibt. Und Maggie und ich wollten einfach wieder mal was machen. Einfach in der Umgebung, dass es wieder mal was gibt. Dass die Leute aus Kronsdorf, Hagelsberg, Niederneukirchenhof, Kirchen wieder einfach mal was haben zum Feiern. Das ist eigentlich der Grund, warum wir das gemacht haben. Wir wollen wieder mal was starten, dass wir in Hagelsberg und in Kronsdorf und gemeinsam wieder was aufleben lassen. Und deswegen haben wir das Hagelsberg Badfest wieder gegründet und schauen, dass wir da wieder Leute herbringen, damit wir gemeinsam das Leben feiern können. Das ist unser Ziel. Beachvolleyball, Baden, Bierpong und großartige Beats von DJ Funky City und DJ Crush sorgten dafür, dass das Fest ein Highlight für Jung und Alt war. Ja, das Publikum bei uns ist sehr gemischt. Das freut uns voll, dass Jung und Alt gemeinsam feiern können. Wir haben eine gute Mischung an Musik, wir haben drei verschiedene DJs gehabt, wir haben ein paar coole Poolspiele gehabt. Wir wollen auch dieses Daydrinking oder das Daypartying ein bisschen mehr hervorheben, weil in den ganzen ausländischen Räumen ist das voll gang und gäbe. Und das freut uns voll, dass da heute am Nachmittag auch schon relativ viele Leute da waren und das war ein voller Erfolg. Naja, das Publikum, das was ins Badfest kommt, Eintritt ist erst ab 18 Jahren, weil das Badfest hat schon mal gegeben vor einigen Jahren und wir haben halt einfach gedacht, ab 18 kommt ein bisschen ein älteres Publikum, das was einfach für alle passt und darum haben wir gesagt, ab 18 Jahren und ich glaube, es kommen immer mehr Leute und ich hoffe, das wird eine Gaudi für alle, für Jung und für Alt. Bei perfekten sommerlichen Temperaturen herrschte ausgelassene Stimmung bis in die Morgenstunden. Ja, heute war das erste, die Generalprobe so quasi und wir sind voll happy. Also, wie man da schaut, es sind echt viele Leute da und es freut uns voll. Und wir freuen uns auch schon aufs nächste Jahr, dass wir da wieder weiter da können. Wir werden die Rahmenbedingungen wieder erweitern und wir schaffen, dass wir es wieder schaffen. Freut mich voll.